Hallo meine Liebe, mein Lieber, ich grüße dich hier einmal ganz, ganz herzlich zu der Thermolegung hier für die kommende Zeit. Was möchte sich zeigen in der Liebe? Bevor ich hier starte, ein riesengroßes Dankeschön an jeden einzelnen von euch. Vielen lieben, recht herzlichen Dank. Ich starte jetzt einmal für dich. Alle Kartendecks findest du in der Infobox und diverse andere Dinge, die ich anbiete, einmal auf der Website. Ich werde im Anschluss für dich in die Deutung übergehen. Ich werde es noch ein bisschen runterschieben, damit das auch alles gleich ganz gut zusammenpasst. Schauen wir noch ein bisschen runterschieben. Wir nehmen noch die Emotions hier mit dazu und schauen wir, was sich für dich zeigen möchte. So, meine Liebe, mein Lieber, ich starte jetzt einmal für dich. Was möchte sich zeigen für die kommende Zeit für dich? Als allererstes nimm dir Zeit. Zeit für dich. Zeit in all Dingen deines Lebens. Ich sehe, dass etwas auf einmal geschehen wird und du auf einmal gar keine Zeit mehr haben wirst in einer Situation. Ich sehe, dass der eine oder andere auf ganz, 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 ganz neuen Wegen mit sich ist. Das sehe ich hier. Hier ist eine Situation, wo du wirklich alte Gegebenheiten, all das, womit du dich einst beschäftigt hast, es geht, es wird gehen. Es wird gehen, wo du Sorge hattest, was auch immer. Es geschieht von ganz allein. Etwas wird geschehen in deinem Leben. Für den einen oder anderen ist es hier der Heiratsantrag. Liegt hier so, schau bitte individuell für dich. Es wird etwas kommen. Es ist so, dass du vielleicht erstmal Zeit brauchst, um darüber nachzudenken. Es sagt sich etwas Heimliches, es sagt sich eine heimliche Liebe. Mit dieser Karte haben wir in den Gedanken, alles, was ich gerade möchte, ist dir nahe sein. Jemand möchte dir nahe sein. Näher und näher und näher. Jemand möchte bei dir sein. Jemand, es ist wie, als ob dein Leben umgekrempelt wird. Schau bitte, individuell für dich, ja? Bleibe aufgeschlossen. Dein Seelengefährte unterscheidet sich vielleicht von deinem normalen Typ und deinen Erwartungen. Ich bekomme hier, dass irgendwie sich etwas sagt, wo plötzlich eine Person in dein Leben hereinspaziert kommt. Eine heimliche Liebe, wenn der eine oder andere in einer heimlichen Liebe ist, wir haben hier die Hohepriesterin. Es kann sein, dass jemand gerade versucht, mehr über dich herauszufinden, viel, viel mehr über dich herauszufinden, was so dein Hobby ist, was, ich bekomme es unterschiedlich, was du tust, so intensiver, man möchte intensiveres über dich erfahren, intensiveres über dich wissen, man möchte wissen, wo du arbeitest, auch das, aber hier, das ist ein Antrag, es zeigt sich etwas in einer Situation,
wo dich jemand als All-In-Paket diesbezüglich eben aussieht. Ja? Also ganz, ganz unterschiedliche Themen. Ich gehe hier nach und nach auf die Gegebenheiten ein. Und ich sehe, dass erstmal so irgendetwas auf dem Prüfstand ist von Freunde, Familie und. Ja? Hier haben wir Achte auf die Warnsignale und wir haben Lass dir von Freunden helfen, bitte andere um Unterstützung und nimm sie an, rein für dich zu entscheiden. Ja? Gute Ratschläge, gute Freunde, alles wundervoll. Höre auf dein Herz, ist ganz, ganz wichtig. Höre auf deine Intuition. Ja, es kann sein, dass jemand lange, lange irgendwie innegehalten hat in Form deiner aufgrund, ja, was sagen Freunde? Aber das ist die Informationen über Freunde sammelt jemand. Hier in dieser Legung hier sammelt jemand über Freunde Informationen über dich. Ganz, ganz unterschiedlich. Ob du es damit jemand zu tun hast, der irgendwie viel auf Freunde hört, generell auf Personen diesbezüglich eben auch hört. Ganz, ganz verschieden zeigt sich das hier. Zumindest ist es so, dass du aufgeschlossen bleiben darfst. Und es zeigt sich etwas in deiner Seelenpartnerschaft. Dein Seelengefährte unterscheidet sich von deinem normalen Typ und deinen Erwartungen. Und es gibt Personen im Hintergrund, so Personen, ja, ob du dessen Erwartungen erfüllen kannst, so bekomme ich das hier rein. Also es sind definitiv Unterschiedlichkeiten zwischen euch. Ich bekomme so diese Spannung, dass Personen im Umfeld, also Freunde, auch sehr intensiv gespannt sind. Ja, man fragt dann die Freunde und die sind einfach gespannt oder generell, dass du es mit jemandem schon lange, lange, lange eben auch zu tun hast, wo man da diesbezüglich freundschaftlichen Rat eben auch sucht. Ja, auch das, lass dir von Freunden helfen, bitte andere Unterstützung, nimm sie an. Und wir haben, achte auf die Warnsignale, die Zeichen warnen dich. Es kann auch sein, dass du in einer Situation von einer ganz, ganz bestimmten Person laut Freundschaftliches, da diesbezüglich eben auch dir dieser Rat diesbezüglich eben kommt. Wir schauen noch weiter, weil das ist eine Gegebenheit, wo du wirklich alte Gegebenheiten loslassen darfst. Rausgehen aus Sorgen, rausgehen aus All-In. Auch nichts natürlich Hass über Kopf überstürzen solltest, ja. Kann sein, dass du vielleicht in der Vergangenheit schnell in einer Partnerschaft warst oder weil hier ist Partnerschaft oder schnell in einer Verlobung, schnell in einer Hochzeit, was es auch immer war. Wenn es um deine Stabilität und Sicherheit geht, sehe ich ja auch für den einen oder anderen, achte auf dein Finanzielles. Die Königin der Münzen ist absolut stabil, du bist stabil. Wer möchte nur von dir Stabilität? Das kann es auch sein, ja. Und mitunter hier in einer Situation, dass diese Person einiges mit dir vorhat. Verlobung, Antrag, einiges hat diese Person mit dir vor. Wir haben hier noch für dich Verspieltheit. Lachen ist die beste Therapie auf Erden. Vergnügt euch miteinander. Vergesst nicht, Liebe ist der beste Heiler. Verspieltheit, ihr werdet viel lachen. Viele Gemeinsamkeiten, viel Lachen, viel Spaß. Ja? Spaß in Form Vergnügen, dieses viel zu lachen zu haben, Gemeinsames, ihr teilt Gemeinsames. Aber auch jemand, der so heimlich an dir interessiert ist, heimlich irgendwie, dich vielleicht schon länger irgendwie, das bekomme ich über die Arbeit hier etwas, ja, für den einen oder anderen, dich überrascht, vielleicht auch heimlich irgendwie, vielleicht sendet man dir schon länger Blumen oder irgendetwas, ja, ein Präsent, irgendetwas zeigt sich hier in der Situation. Ich schaue gleich weiter. Du bist auf neuen Wegen, auch hier ist viel. Du bist auf neuen Wegen. Also, wenn du irgendwo bist, wo es auch immer ist, hier ist viel, wo du absolut, ja, so begehrenswert, genderneutral, wie du hier schaust, du bist begehrenswert, hier ist viel Flirt, du hast gute Laune, du gehst durch die Straße, wo auch immer du bist gut gelaunt. Ich bekomme auch, dass du kennst deinen Wert und du bist vielleicht etwas so geizig mit deinen Gefühlen. So ein bisschen so du springst jetzt nicht auf alles gleich an. Das bekomme ich auch, ja. Also Entwicklung, von der Entwicklung her ist es so, dass jemand in deine Richtung kommt. Auch diese Person, an wen du auch immer denkst, kommt in deine Richtung, eine Entwicklung, die langsam eben auch ist, ja. Und ich sehe das, was ich vorhin sagte, dass Freunde da in der Situation gespannt einfach sind, was aus euch diesbezüglich eben auch wird. Weil noch einmal, das ist ein Antrag. Des Weiteren haben wir hier den Ritter der Schwerter. In dieser Konstellation ist es so mit dem Ritter der Münzen, ist es jemand, der sein Wort halten möchte.
Das ist jemand, so oder so mit dem Ritter der Münze, es ist eine langsame Entwicklung, also man lässt sich Zeit in deine Richtung, man möchte es langsam angehen. Aber das hier in dieser Konstellation ist es jemand, der sein Wort hält, ja? Jemand, der Tacheles, hier ist es so, dass jemand Tacheles mit dir sprechen wird. Hier ist es so, dass jemand sich etwas ganz, ganz Bestimmtes vorgenommen hat in deine Richtung und dies irgendwie durchsetzen wird. Durchsetzen in der Form, dass man sich etwas vorgenommen hat. Aber was zeigt es sich hier nochmal in dieser Situation? Und dann gehe ich hier weiter. Was ist hier los? Denn du darfst optimistisch bleiben. Jemand möchte dir näher und näher sein. Oh, das ist so, jemand sucht deine Nähe. Sucht mehr und mehr in deine Nähe. Örtlichkeit. Und was ist auch immer ist, ja? Noch eine möchte raus. Gib dir Mühe. Große Liebe ist es wert, dass du deiner inneren Führung folgst und entsprechende Schritte unternimmst, ist die Hochzeit. Es geht um Partnerschaft, Verbindung. Schau hier. Süß. Einfach süß. Gespräche von Herz zu Herz, sprecht ehrlich miteinander über eure Gefühle. Jemand ist sehr kühl, jemand ist reserviert. Ja? Ich bekomme auch, man versucht irgendwie in deine Richtung, alles das, was ich schon sagte, näher zu kommen. Wie kannst du das hier noch sehen? So, jetzt schauen wir mal weiter. Alles braucht seine Zeit. Gott, du wirst sowas von nervös sein. Jemand wird dich nervös machen. Und sobald diese Person in was auch immer zu dir kommt, in deinen Laden, was auch immer es ist, diese Person macht dich nervös. Kann sein, dass diese Person jede Woche, Lokalitäten, was es auch immer ist, zu dir kommt und du bist ganz nervös. Du wirst aufgeregt sein. Brauchst du nicht. Brauchst du nicht. Schau dir das mal an. Diese Person ist nervös. Man ist ganz nervös. Hier, jemand hat eine Überraschung für dich vor. Jemand hat eine Überraschung für dich geplant. Das ist so, es kommt sehr überraschend rein. Sehr überraschend. Du hast nicht damit gerechnet, dass plötzlich diese Überraschung nach langer Zeit vielleicht kommt. Aber es ist etwas, was diese Person im Vorfeld schon mit sich gedanklich einfach lange darüber nachgedacht hat. Sehr, sehr lange. Ja. Das können hier auch zwei sein. Da schau bitte individuell für dich ganz, ganz unterschiedlich. Aber jemand, der zu dir kommen wird, wo es auch immer sein mag, das ist hier etwas, wo man dich erstmal irgendwie suchen musste, ausfindig machen musste, wie, was, wo, ja. Da schau, du wirst dich mit Freunden beraten oder man hat sich mit Freunden beraten oder diese Person hat dann Freunde gefragt, was magst du? Wo bist du gern? Wo kann man dich antreffen? Wo verbringst du deine Freizeitbeschäftigung? Welche Blumen liebst du? Was auch immer es ist, ja. Aber das ist jemand, der ist total nervös. Aber jemand ist sowas von nervös. Wenn es um zwei Personen geht, sehe ich, dass eine Person einiges älter ist als du. Ja? Das ist die maskuline Energie hier. Gentleman-like zeigt sich hier. Gentleman. Absolut ein Gentleman. Jemand möchte für dich ein Gentleman sein. So bekomme ich das hier rein. Und hier haben wir den König der Schwerter. Das liegt mir hier ganz, ganz eindeutig in einer Entscheidung drin. In einer Entscheidung kann ein Ex-Partner sein. Der König der Schwerter geht in die Offensive für dich. Das wird hier kommen. Ich bekomme so dieses endlich dir näher zu sein. Endlich dir näher zu sein. Du bist hier eventuell noch in einer Situation, ja, wo der eine oder andere aus Gegebenheiten rausgehen darf. Unglückliche Partnerschaft. Das kann ganz, ganz unterschiedlich sein. Auch das. Manifestation, das ist jemand, den du manifestiert hast. Definitiv. Das ist jemand, den du dir manifestiert hast. Jemand möchte dir treu sein. Du bist dir treu geblieben. Du wirst dir treu sein.
auf ewig respektiere den Ort im Anderen, in dem allein die Liebe wohnt, respektiere den Ort im Anderen, der ewig wird. Und wir haben die Manifestation, deine Träume werden in Erfüllung gehen. Du hast jemanden manifestiert. Irrelevant, was das ist, das kann für den einen oder anderen auch sein, dass du dich auf neue Wege diesbezüglich eben auch begibst. Auch eine Situation, wo du die Vergangenheit verabschiedet hast, was es auch immer ist. Es ist wichtig, dass du aufgeschlossen bleibst. Ganz, ganz wichtig. So, mein Lieber, ich wünsche dir hiermit alles, alles Liebe. Eine wundervolle Zeit für dich umarmt. Bis dahin.